ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, mein Umfeld ist mal anders wie sonst, denn ich bin im Schlafzimmer, habe mir da etwas Kleines hinten aufgehangen und wie ihr seht, hier ist ganz schön viel Schaumstoff. Das habt ihr vielleicht sogar schon im Blog gesehen, wenn nicht, verlinke ich euch mal hier oben oder da. Da wo es I ist, ich weiß jetzt nicht genau wo. Wir machen heute ein Hundebett selbst. Ich werde euch die Maßen unten in die Videobeschreibung schreiben, damit ihr es einfach abschreiben könnt. Oder ich blende euch es jetzt ein. So, jetzt könnt ihr das Video anhalten, einen Screenshot machen, wie ihr wollt. Und ja, dann fangen wir jetzt mal an. Hierfür braucht ihr eine Unterlage. Euren Plan, auf dem ihr euch aufgezeichnet habt, wie das Bett aussehen soll. Eine Schere. Oder ein Cutter. Eine Unterlage für die Heißklebepistole. Ein Maßband, am besten ein festes. Und natürlich Schaumstoff. So ihr Lieben, ich habe mir jetzt, wie man hier sieht, eine Unterlage genommen, weil Schaumstoff extrem so Stückchen verliert und ich das nicht gerade auf meinem Bett haben möchte. Und ja, ich sitze gerade auf meinem Bett und habe mir auch eben alte Kleidung angezogen, die gerne sowas abbekommen kann, die man danach nicht viel anzieht, weil ich fühle mich, wenn ich überall so Stücke hängen habe, ziemlich schmuddelig. Ich hoffe, euch gefällt die Ansicht hier, ist ein bisschen ungewohnt, aber was soll's. Ich habe mir jetzt hier verschiedene Maße aufgeschrieben und die Matten auch nummeriert, weil ich ja eben gebrauchte genommen habe, das heißt Stücke von jemandem, die er noch zu Hause hatte, und dann habe ich mir alles abgemessen, aufgeschrieben und geguckt, wie ich das am besten zu einem Bett verarbeiten kann. Ja, jetzt fangen wir mit der 2 an. Ich habe mir dann hier auch einen Plan gemacht, wie ich das alles haben möchte. Wie gesagt, den habt ihr ja aber eben schon gesehen. Und die zwei großen, also ich habe zweimal die Größe hier, werden eben die Liegefläche für den Hund. Ich werde die mit Heißkleber zusammenkleben. Passt da aber bitte auf. Das ist heiß und ich habe mich schon oft genug damit verbrannt. Ich werde jetzt erstmal abmessen. Das sind 105 auf 40. Am besten malt ihr euch das dann mit so einem Permanentmarker ein und malt euch Striche, dann könnt ihr es am geradesten ausschneiden. Und ihr habt weniger Probleme. So, dann könnt ihr euch das schon zurechtschneiden. Ich hoffe, ich schmeiße jetzt hier nicht die Kamera um. Bei Schaumstoff ist das Praktische, das lässt sich ganz einfach mit der Schere schneiden. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Cutter machen, aber da habe ich eben Angst, dass ich das, wie ich es bei Brot oft mache, so schief schneide. Und dann wäre das Ganze nicht mehr so schön. Auch bei dieser Dicke geht das ganz gut. Also wie dick ist es eigentlich? 10 cm Dicke, das geht noch. Locker mit der Schere. Das ist jetzt aber nicht so einfach geworden, wie ich gedacht hätte. Wie ihr seht, hier fliegen schon die Fussel überall rum. Das ist das, was ich gemeint hatte. Und der hier wird jetzt 40 breit. Ich glaube, der ist schon 40 breit. Ja genau, der ist 40 breit. Das ist super, dann können wir die nächsten nehmen.
Das ist, wie schon erwähnt, wieder so ein langer. Das ist jetzt die Nummer 6. Und den schneiden wir wieder auf die gleiche Maße. So, eigentlich muss ich das jetzt nur zusammenkleben und dann hätte ich ein Bett. Aber da wir es uns nicht so einfach machen, werde ich das jetzt noch auf Maße schneiden, weil der hier muss nochmal quer geschnitten werden. Und dann möchte ich noch eine Umrandung machen, dann klebe ich das alles fest. Und dann werde ich einen Überzug machen. Dafür habe ich aber extra Stoff gekauft, das habe ich nicht wie den. Sag's mir. Wie den Schaumstoff hier schon benutzt geholt. Weil das ist ein Hund, die wollen buddeln, da braucht man schon was Festeres, damit sie eben da nicht durchgraben sich nach 2 Tagen. Das hier darf nur 35 breit sein. Da es sonst nicht in die Ecke passt, sonst hätte ich es wahrscheinlich was länger gemacht. Nicht das sauberste, aber besser kriege ich es nicht hin. Und es ist auch nicht so schlimm, da kommt hier gleich noch Stoff drüber und dann ist es gut so. Dann fangen wir jetzt mal an mit den kleineren Teilen. Da muss ich aber jetzt gucken, weil ich das hier draufkleben möchte, welche Höhe ich mache, weil ich hier die Breite nicht beigerechnet habe, fällt mir gerade auf. Das hier wird die Länge des Bettes. Es hat genau die Länge, das wird 80 cm breit. Und jetzt muss ich mal gucken, wie hoch wir das machen. Damit der Hund eine gute Ablage für den Kopf hat, sagen wir mal. Machen wir mal 15. 20 cm hinten. Dann machen wir alles 20 cm und dann gucke ich vielleicht für ein bisschen Schräge reinzubringen. Gucken wir jetzt mal. Ah ne, wir machen 15 cm überall. Das geht. Das heißt, hier müssen wir jetzt länglich 15 cm überall abmessen. Hier draus werde ich 2 Stücke schneiden, weil das eben die passende Länge hat und ich dann nicht eins nochmal kürzen muss. Weil danach habe ich nur eins, das ist 81 cm breit und da müsste ich mich eben nochmal am Schnippeln geben und so mache ich dann 2, aus einem Stück 2 und dann ist es auch gut. Nummer 1 ist fertig. Natürlich muss ich noch gucken, nachher, wie ich jetzt irgendwie die Lappe kriege. Aber nun ja. So, aus diesem guten Teil muss ich jetzt nochmal 15 cm abgemessen werden und abgeschnitten werden. Und ich krümel aber alles auf dem Bett. Das ist nicht gut. So.
das riesige Stück, das ich noch zusätzlich schneiden muss. Das ist ein Dreck. Aber es kann nicht immer alles so laufen, wie man möchte. Das steht jetzt plus minus. Jetzt werde ich ein bisschen mal entfusseln und dann geht's ans Schneiden, ans Kleben. Und wie ihr an diesem Bett hier sehen könnt, würde ich die Mülltüten sogar festkleben. Denn das hier hat herzlich wenig gebracht. So, nun kleben wir alles zusammen. Die Heißklebepistole ist warm. Wie gesagt, vergesst hier bitte nie die Unterlage. Das ist sehr wichtig. Das habt ihr alles versaut und am besten macht's auch nicht wie ich auf dem Bett. Denn es ist ein Bett, da schläft man drin. Aber es war eben der beste Aufnahmeort und da macht man sowas halt eben mal. Ich werde jetzt hier Stück für Stück kleben. Da ist höchstwahrscheinlich sehr schnell trocknet. Ich nicht die Gefahr eingehen möchte, dass es trocken ist, bevor ich es drauf tue. Mein Kabel ist auch sehr kurz, deswegen muss ich etwas rüberkommen. Das muss nicht sauber sein, man sieht es ja nicht. Noch 5 cm ab an beiden. So, wir sind jetzt im Keller und wir werden jetzt einzeichnen. Das ist ein extra Zeichentisch von Patrick, den er mal für die Schule brauchte. Wir benutzen ihn, wir zweckentfremden ihn jetzt mal, um ja, das Bett von Tisch hier einzuzeichnen. Ich habe hier den Plan mit allen Maßen, den werde ich euch auch nochmal einblenden. Der Stoff, einen wasserfesten Stift, das rate ich euch aber nur an, wenn wie hier der Stoff abwaschbar ist und das nicht durchgehen kann. Sonst müsst ihr gucken, einen anderen Stift zu nehmen, aber auf jeden Fall immer auf die Rückseite malen, also auf die Seite, die ihr nachher nicht seht. Falls ihr mal drüber malen solltet oder irgendwas anderes, dass man es danach nicht mehr sieht. Bei einem anderen Stoff könnt ihr auch ganz einfach Kreide nehmen zum Zeichnen, denn Kreide lässt sich einfach abwaschen und man sieht es gut auf Stoffen.
Wenn ihr nun das Bett auf den Stoff aufgezeichnet habt, dann könnt ihr diesen ausschneiden. Aber wie das geht, müsstet ihr wissen, deswegen jetzt hier in Schnellverfahren. So ihr Lieben, nun werden wir alles aneinander nähen, damit es fertig ist. Ich habe zwar noch keinen Verschluss, aber den werde ich jetzt noch morgen holen gehen und da wird er auch noch angenäht. Aber da das der letzte Schritt ist und das genauso ist wie alles zusammennähen, werde ich das nicht mehr mit rein tun ins Video, denn ich denke, das könnt ihr euch denken, wie geht. Das war jetzt viel Denken. Ihr müsst natürlich gut aufpassen, auf welche Stücke ihr zusammennäht, dass ihr auch die richtigen zusammennäht. Und ja, viel Spaß! So ihr Lieben, wie ihr hier im Hintergrund schon sehen könnt, habe ich das Bett jetzt fertig beklebt. Ich habe es mit einfach einem alten Bettdeckenbezug, aufgeschnitten und draufgeklebt mit der Heißklebepistole. Das war aber sehr uninteressant, deswegen habe ich das nicht gezeigt. Ich bin jetzt auch fertig mit dem Nähen, da ich den Stoff ja den Bezug aus einem Stück genäht habe, sind natürlich an vielen Stellen keine Nähte. Da das aber relativ blöd aussah und auch nicht gut dann in die Ecken ging, habe ich, wie man es hier gut sehen kann, habe ich hier einfach einmal umgefaltet und habe dann hier an der Faltstelle zusammengenäht. So muss man nichts aufschneiden, also nichts nochmal auseinanderschneiden, und die Nähte sehen aber gut aus. Und wenn der Hund dann aber mal so viel buddeln sollte oder so viel kramen sollte, dass die Naht eben aufgehen würde, würde das aber nicht offen sein, das wäre keine offene Stelle, sondern man müsste es nur wieder zusammennähen. Ich ziehe das Ganze jetzt mal auf und zeige euch, wie es dem Hund gefällt und wie es schlussendlich aussieht. So Leute, tut mir leid wegen des Lichts, aber hier im Schlafzimmer geht es halt nicht besser. Hier seht ihr, wie das Bett eben aussieht an seinem Nachtplatz, wo es auch stehen wird. Es passt fast perfekt da rein. Das liegt aber auch daran, dass ich es abgemessen habe. Wie ich gesagt habe, entweder man misst es ab, wie ich es gemacht habe, oder man misst eben den Hund und guckt, wie groß das Bett dann sein muss. So ihr Lieben, der Schluss wird heute mal aus dem Schnitt gedreht, weil mir jetzt aufgefallen ist, dass ich kein ordentliches Ende gedreht habe. Was aber nicht schlimm ist, man kann es ja immer nachholen. Dazu nochmal gesagt, es tut mir leid, dass ich zum Schluss relativ fertig aussah, denn ich war auch fertig. Es ist so anstrengend gewesen und ich hatte an dem Tag noch ganz viel anderes zu tun. Ich war einfach müde und wollte das Video aber noch fertig kriegen. Ja,
Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch andere Kommentare habt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare auch hinschreiben. Hier kommt noch kommt jetzt noch ein Video. Hier könnt ihr unseren Kanal gerne abonnieren. Und ja, wir freuen uns, dich im nächsten Video wiederzusehen.